Willkommen zu den Thailand-Nachrichten auf dem Klangweltkanal. Was ist los mit Yadis in Thailand? Wenige Monate, nachdem ein bekannter YouTube-Hi-Fi-Tester mit Beschwerden über seine brummende JP30, insbesondere deren unreparierbares Phonoteil, ans Licht der Öffentlichkeit getreten ist, ereignete sich nun schon wieder eine neue Katastrophe. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer beängstigend hoch ist. Diesmal war es ein thailändischer High-End-Kunde, der mit seinen JA30 Monoblöcken das berüchtigte Yadis-Brummproblem hatte. Es konnte durch ein prominentes High-End-Notfallteam wenigstens zum Teil beseitigt werden, indem der Geschädigte sein Ansutznetzkabelset nebst Ansutzfilter im Wert von mehreren tausend Euro komplett durch einen offenbar wirksameren Kabelsatz und durch effektivere Filter von Live Audio ersetzen ließ. Leider muss sich das Opfer trotz des immensen finanziellen Schadens mit einem gewissen Restbrummanteil abfinden. Wie sich die Schicksale der Opfer doch gleichen. Bei dem erwähnten YouTuber haben die Ansatzkabel und der Filter zwar den Klang verbessert, aber nicht, wie versprochen, den Brumm beseitigt. Insofern also ebenfalls eine gewaltige Fehlinvestition. Niemand sollte in Zukunft also noch auf die Behauptung hereinfallen, Ansatz sei ein Allheilmittel gegen Yadis-Brumm. Der Geschädigte möchte aus verständlichen Gründen anonym bleiben, sodass wir leider keine Fotos vom Tatort zeigen dürfen. Das Beweismaterial kann aber bei der Redaktion eingesehen werden. Solche Tragödien scheinen das bittere Schicksal vieler High-End-Käufer in Thailand zu sein, und die Hi-Fi-Katastrophe spricht sich langsam herum. Nur die Bart-Millionäre, die selbst ein Verlust in Höhe eines halben oder ganzen Autos nicht tangiert, kaufen und verkaufen munter weiter. Meine Videos über vollgestopfte Second-Hand-Shops haben Sie ja gesehen, die sprechen mehr als 1000 Worte, denke ich. Der High-End-Virus geht um in Thailand, aber der absolut nicht vorhandene Käuferschutz in diesem juristisch unsicheren Land treibt viele Hi-Fi-Neulinge in den Ruin. Vor dem Kauf von was auch immer, also nicht nur von Stereogeräten, werden sie in Thailand königlicher behandelt als in jedem anderen Land. Die Verkäufer werfen sich fast nieder vor ihnen. Allerdings, eine Ware, zum Beispiel Kabel zu Hause probieren, ist streng verboten. Der Käufer könnte ja merken, dass ihm der Artikel nicht gefällt und dann weglaufen. Nach dem Kauf ändert sich dann alles schlagartig. Rückgaben und Wandlungen sind tabu. Gekauft ist gekauft. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn der Verkäufer einmal das Geld in der Hand hat, ist es auf immer verloren. Wörter wie Kulanz und Entgegenkommen existieren im Geschäftsleben nicht. Ganz im Gegenteil, man muss sogar um seine Garantierechte noch verbissen kämpfen, die oft nur zögernd erfüllt werden. Ich musste es zum Beispiel erdulden, dass mein Samsung-Tablet 5-mal ergebnislos repariert wurde, bis ich mein Geld endlich zurückerhielt. Die erste Frage ist immer, was der Kunde falsch gemacht hat oder was an seiner Peripherie defekt ist, da ja das verkaufte Gerät unmöglich schuld sein kann. Seit 20 Jahren hier in Thailand erlebe ich diese schlaue Praxis. Die neuen Reifen eiern, dann musst du erstmal auf deine Kosten deine Spur vermessen lassen und natürlich neue Felgen kaufen. Schau mal, wie schlimm deine schon aussehen
und so weiter. Sie erinnern sich, meine Hauselektrik, meine Bells Endstufe, meine Kabel, mein Filter, alles Schrott. Aus zuverlässiger Quelle habe ich von der Geschichte eines Hi-Fi-Neulings erfahren, der immer und immer wieder kaufen und ändern musste, weil sein Setup klanglich kilometerweit hinter den Versprechungen und Erwartungen zurückblieb, nachdem die Beratung offenbar nicht kompetent genug gewesen war. Als er über 1 Million Thai-Baht in den Sand gesetzt hatte, zog er endlich die Reißleine. Er verkaufte alles für ein Butterbrot. Jetzt hört er als gebranntes Kind nur noch über Handy und Kofferradio. So oder so ähnlich sieht das Schicksal vieler Opfer der hiesigen Geschäftspraktiken aus. Aber Asiaten haben panische Angst vor Gesichtsverlust und scheuen sich, ihre Probleme in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich rate allen Betroffenen, also meinen thailändischen Musikfreunden und insbesondere Einwanderern aus anderen Ländern, in erster Linie natürlich meinen deutschen Landsleuten, kaufen Sie nur, wenn Sie zu 1000% sicher sind, dass die gekauften Geräte Ihre Erwartungen auch im eigenen Hörraum erfüllen werden. Im Zweifelsfall bestellen Sie lieber online chinesische Geräte, bei denen die Garantie ebenfalls mehr als wackelig sein kann. Dafür bezahlen Sie aber nur einen Bruchteil dessen, was Sie für fragwürdige Nobelfirmen hinlegen müssen. Der Rat geht übrigens auch für TVs, Handys, Haushaltsgeräte, ja sogar für Kleidungsstücke. Sie kommen nie wieder aus der Geldfalle heraus. Außerdem werden Sie bei der Rückkehr ins Geschäft meist sogar ablehnend bis feindlich behandelt. Verkauft, erledigt, vergessen. Dass dieser Kunde vielleicht später wieder etwas anderes gekauft hätte, so diplomatisch, weit und weise, denkt hier kaum jemand.